getroffen haben. Du übernimmst den USC Paloma als neuen Trainer. Es hat 6 Kandidaten gegeben. Die Wahl ist auf dich gefallen. Warum? Die Wahl habe ich nicht getroffen, aber ich glaube, dass wir uns in den Gesprächen sehr, sehr gut verstanden haben. Mit Frank Hüllmann und Carsten Gerder saß ich gerade beim ersten Gespräch sehr, sehr, sehr lange zusammen. Da bin ich schon mit einem guten Gefühl rausgegangen. Ich hatte auch das Gefühl, dass denen gefallen hat, was ich so erzählt habe. Sie haben mich sehr gelöchert, kann man dazu noch sagen. Aber das war auch gut so, weil wir wollen da ja ein bisschen mehr erreichen und ein bisschen mehr aufbauen und lange zusammenarbeiten hoffentlich. Insofern sollten sie auch wissen, wer da vor denen sitzt. Und ich bin da gut rausgegangen mit einem guten Gefühl, konnte mir das gut vorstellen und wusste dann auch von den 6 Kandidaten, da ist man natürlich dann immer ein bisschen nervös, aber dann kam zum Glück ein bisschen später der Anruf und wir haben uns nochmal zusammengesetzt und haben dann final entschieden, dass ich es mache. In der Pressemitteilung, die der USC herausgegeben hat, war die Rede von einem zukunftsträchtigen Konzept. Wie genau soll das aussehen? Ja, das Konzept ist tatsächlich sehr umfangreich. Das haben Carsten Gerder und Frank Hüllmann auch zusammen dann entwickelt. Und das ist auch mit der ausschlaggebende Grund, warum ich diesen Job so sehr interessant fand. Da ist einfach über mehrere Jahre vieles schon geregelt, wie was ablaufen soll. Der Finanzplan steht da auch, was immer ganz wichtig ist, dass man da nicht zu sehr rechts und links wieder abbiegen muss, weil dann doch irgendeine Finanzierung nicht steht. Das Konzept ist ganz klar dahin ausgerichtet, dass man da wieder mehr Konstanz in den Verein kriegt. Den USC Paloma, er lebte immer von einer guten Mannschaft, von einer geschlossenen Mannschaft und das wollen wir wieder erreichen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und dieses Konzept ist eigentlich weitgehend dahin ausgerichtet, plus natürlich zweite, dritte Herren irgendwann, die Jugendabteilung soll gestärkt werden, dass man da auch mehr darauf zugreifen kann. Also es ist schon sehr weit gedacht und hat kurzfristig und langfristig wirklich vernünftige Ziele und ist da deshalb für uns als Trainerteam super interessant. Nun wird der USC leider aller Wahrscheinlichkeit nach aus der Oberliga absteigen. Langfristig soll man ja aber schon wieder zurückkehren. Was braucht der USC Paloma konkret, um wieder zur alter Klasse zurückfinden zu können? Ja, wir sind jetzt natürlich jetzt schwerst dabei, einen Kader zusammen zu basteln. Es war natürlich jetzt ein bisschen spät alles, wenn man es im Verhältnis sieht. Wir lassen uns davon aber überhaupt nicht stressen. Wir sind aber trotzdem sehr, sehr, sehr engagiert. Wir treffen und telefonieren jeden Tag mit Spielern und untereinander. Und da passiert in dieser Woche, in der letzten Woche und in den nächsten Wochen ganz, ganz, ganz viel. Und dann müssen wir halt sehen, welchen Kader haben wir am Ende zusammen. Wir werden sicherlich viele, viele Veränderungen haben, werden viele junge Leute dazu holen, womit man sicherlich gut arbeiten kann. Aber welche Qualität dann wirklich im Kader steckt, das sehen wir dann. Also mit Sicherheit ist es unser Anspruch, im oberen Drittel direkt dabei zu sein. Aber ob wir mit einer Transferperiode eine Mannschaft charakterlich und leistungsstark so weit hinbekommen, dass wir da gleich dominant in der Landesliga sein können, das ist halt noch, das steht noch in den Sternen, das werden wir dann sehen. Frank Hüllmann hat im Elbkick TV Talk davon gesprochen, dass sein Wunschtrainer eine gute Idee vom Fußball haben muss. Nun bist du der Trainer geworden. Was ist denn deine Idee vom Fußball? Ja, es würde ein sehr, sehr langes Gespräch sein, wenn ich das jetzt alles erzählen würde. Wie gesagt, bei unserem ersten Gespräch saßen wir 2,5 Stunden, glaube ich, zusammen und haben über Fußball gesprochen. Und ja, das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, aber kurz gesagt, ich möchte wirklich einen aktiven Fußball spielen. Ich möchte, dass die Jungs immer wirklich wissen, was sie gerade tun sollen, ob mit Ball oder ohne Ball. Da gibt es ganz klare Vorgaben, in denen wir auch kreativ sein können natürlich. Und dazu versuchen wir, die Jungs ein bisschen zur Verantwortung zu erziehen. Ja, wir wollen sie in unsere Prozesse ein bisschen mit einbinden, wollen ihnen das Gefühl auch geben, dass wir darüber sprechen, warum ist was gut, warum ist was schlecht. Und wir wollen sie halt beim ganzen Prozess mitnehmen, damit sie auch noch mehr diese Taube im Herzen tragen und noch mehr verstehen, was wir von ihnen wollen. Apropos Taube im Herzen, du spielst bei der alten Herren des USC Paloma, kennst den Verein. Was ist das Besondere am USC Paloma? Ja, der USC Paloma war schon immer ein besonderer Verein irgendwie. Er war nicht immer ganz beliebt. Also was die Fußballmannschaft angeht, dieser Spieltermin um 10.45 Uhr auf Grand damals, das war für uns tollen Oberliga-Kicker, die wir alle immer waren. Da haben wir gedacht, oh, dahin und das kann doch nicht sein. Aber man muss ganz ehrlich sagen, wenn man dann da war und das Spiel war immer unangenehm und hart und man hat selten gewonnen, muss man auch zugeben. Aber das Drumherum war immer angenehm. Es waren eigentlich immer sehr sympathische Mannschaften, die da gespielt haben. Danach war eine tolle Stimmung, das Clubheim direkt am Platz, gute Leute drumherum. Und man hat einfach gerne da Zeit verbracht. Und so war der USC Paloma eigentlich immer ein besonderer Verein, auch wenn man nicht immer gerne gegen ihn gespielt hat.
Dann wünschen wir dir für deine kommenden Aufgaben alles Gute und viel Erfolg. Vielen, vielen Dank.